Die Formel 1 ist jetzt, glaube ich, über 1000 Rennen ohne diese Shows ausgekommen, aber ich bin tendenziell eher beim Marc, auch so sehr mir die Tradition der Formel 1 am Herzen liegt, aber ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Ich glaube, was die Fahrer so richtig angestunken hat, ist, dass sie so lange warten mussten und rumstehen mussten und da so aus ihrem gewohnten Hamsterrad rausgerissen worden. Ich habe mir es ehrlich gesagt auch gedacht, dass die da so bis eigentlich, glaube ich, 12 Minuten vor dem Start des Rennens da beklatscht wurden vom Publikum. Für einen Fahrer, der das jetzt gewohnt ist, sein ganzes Leben lang, manchmal 10 Jahre lang, immer genau diese gleiche Routine zu haben, wie sie auch zum Beispiel in den Sporting Regulations abgehandelt ist. Wann genau, zu welcher Sekunde müssen die Heizdecken runter sein? Wann darf keiner mehr ans Auto greifen? Ist natürlich ein bisschen ein Kulturschock, muss man schon sagen. Ich glaube, die andere Frage ist, brauchen wir so viele Rennen? Aber die können wir vielleicht auch noch diskutieren. Ja, das stört dich natürlich in der Konzentration auf jeden Fall. Also jeder Fahrer ist ja anders. Es gibt ja solche, die plaudern locker noch, bevor sie ins Auto steigen, und andere sind schon in einer anderen Welt. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Aber diese Vorbereitung stört es definitiv. Also die Show ist natürlich auch ein bisschen zu knapp vor dem Rennen. Ja? Man müsste dann noch ein bisschen mehr Zeit dahinter haben. Vielleicht das Timing, jetzt fahren sie ja 50 Minuten vor dem Start raus. Das heißt, da wäre genug Zeit, wenn man das gleich anschließend macht, wenn sie an der Startaufstellung sind. Jeder muss ja dann noch aufs Klo und Gasly macht seine Reflexübungen und so weiter. Das heißt, jeder hat ja dann seinen Rhythmus. Bei mir war es so, dass ich dann immer früh ins Auto gestiegen bin und einfach mich konzentrieren wollte, Helm auf, und dann spricht mit keinem mehr. Andere haben geplaudert, also wie gesagt, jeder macht das für sich, aber du musst deinen Rhythmus haben, um perfekt vorbereitet zu sein. Weil ins Auto steigen und sagen, oh, jetzt geht schon los, das ist die falsche Vorbereitung. Du musst den Gedanken schon auf der Runde sein. Ja, Marc, darf ich den Marc kurz was fragen? Du bist ja auch in den USA gefahren, Marc, und wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, bei diesem unsäglichen Rennen in Dallas 84 warst du da dabei. Richtig. Detroit und so weiter. Also da gab es ja doch einige Schauplätze. Was hätte ein Nigel Mansell oder ein Ayrton Senna, gegen die du damals gefahren bist, gesagt, wenn man ihnen diese Show aufs Auge gedrückt hätte, anno 1985? Ja, du weißt ja, wie das damals war. Wenn der Bernie kam und sagt, wir machen das und das, dann haben alle Ja gesagt und haben brav das ausgeführt. Also da war schon so, wenn er gesagt hat, wir müssen das machen, also da war es auch so, wenn wir irgendwie eine Einladung hatten, hat der Bernie allen mitgeteilt, dass man mit dem Black Tie da kommen muss. Und dann hat jeder seinen Smoking mitgebracht. Ja? Also das hat schon funktioniert. Ah, okay. Es muss auch ein bisschen Respekt vor den Fahrern geben. Wir müssen uns auf das Rennen vorbereiten. Das war ja wenige Minuten vor dem Start. Kann man dann, Marc, so ein bisschen im Umkehrschluss davon sprechen, dass man dann die Fahrer nicht so respektiert hat, so gerade auch im Hinblick, gerade weil einige Fahrer diese Vorbereitungszeit brauchen? Sicherlich, aber nochmal, ich glaube, das Timing war einfach schlecht, weil, dass man praktisch direkt vor dem Einsteigen ins Auto sowas macht. Man müsste den Fahrer, das kann man früher machen, und dann gehen die Fahrer ins Auto, also zum Auto, oder machen eben das, was sie normalerweise tun. Also man hätte ja genügend Zeit gehabt. Also ich finde, das Timing war schlecht, aber nicht die Show selber. Ein Satz mal noch von Fernando Alonso, dann sind wir auch mit diesem Thema soweit durch. Wenn wir so etwas machen, dann müssen wir es überall machen. Ich glaube nicht, dass die Fans in Miami besser sind als die Fans in Italien, Spanien, Mexiko oder Japan. Im Zweifel sollte jeder dieselbe Show bekommen. Andrea, stimmst du dem zu? Nicht ganz. Also Fernando sagt natürlich nichts ohne Hintergedanken. Das ist schon klar. Der weiß, was im Kalender heuer noch auf ihn wartet. Ich glaube, die amerikanischen Fans sind anders sozialisiert als die japanischen Fans. Die Italiener sind anders. Marc wird mir recht geben, wir haben so viele Rennstrecken rund um die Welt gesehen. Die Fans ticken überall anders, haben anderes Bildungsniveau unter Anführungszeichen, was jetzt Formel 1 Education angeht. Und ich kann da ganz gut damit leben, dass man den Amerikanern eine amerikanische Show bietet und den italienischen Fans was mit ein bisschen mehr Cuore und Passione. Ich frage mich, und glaube ich viele andere Zuschauer auch, Marc, wie wird es erst in Las Vegas werden im November bei der Premiere? Das ist eine gute Frage. Aber viel mehr kann man ja auch nicht machen. Wobei, weißt du, es gab ja
auch schon jedes Land, da hat Andreas recht, jedes Land hat ja seine eigene Show gemacht. Ich erinnere mich an Shanghai, da war Fiesta, also die haben da Auftritte gehabt auf der Start- und Zielgeraden. Das war beeindruckend, ja, das war wirklich eine riesengroße Show. Und da fragt man sich natürlich dann auch, ob die Piste beschmutzt wird dadurch. Ja, das ist ja für die Fahrer dann vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, ja, aufpassen, die Piste muss ja Grip haben. Und wenn da zu viele drauf rumtanzen, ist es auch nicht gut. Aber ich finde die Show schon gut. Also man muss eben aber dem Land angepasst machen und nicht eine Einheitsshow. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.